Hallo zusammen von Womme Adventure, schön seid ihr wieder dabei. Diesmal fahren wir nach Utah und dann nach Stephansminder und dann in das wunderschöne Utah-Tal. Ja, gut, seid ihr dabei und lassen wir los. So, wir fahren wieder ins Gebirge an dieser wunderschönen Steinkulisse entlang. Also wunderschöne Gegend, es lohnt sich mal hierher zu kommen. So, wir fahren hier ein bisschen außergewöhnlich am Fluss entlang, weil es einfach so schön ist. Es gibt eine Piste Offroad und die führt dann da vorne wieder auf die Straße. Aber ist halt wackelig, ja. Das ist ein Museumsstück. So, jetzt kommt eine alte Eisenbahnbrücke. Und ich bin jetzt zuerst zum Fuß gucken gegangen, weil von hier sieht es aus, wie wenn ich da gar nicht unten durchkomme. Diese schöne Brücke ist von 1899, aber wird jetzt nicht mehr genutzt. Aber hier gibt es eine Aussparung. Ja. Dafür kommt der Camper hier durch. An dem Metallstück nicht vorbei, aber daneben geht's wohl. Tja, der liebe Google, der führt uns mal andere Wege, als wir eigentlich dachten. Jetzt muss er halt in den Fluss. Aber ich glaube, da fahren auch andere. Das sieht fast wie eine Fahrspur aus. So, hier ist ein besonderer Autofriedhof mit Oldtimer. Geil. So, ihr wisst sicher, was das für Fahrzeuge sind. Das, ich glaube, der rote, weinrot ist ein Citroën. Aber vielleicht haben wir Kenner unter euch und die können mir sagen, was das für welche sind. Vor allem die da hinten, die sind steinalt. 50er Jahre, das schwarze da, das ist sicher ein Ami. Das ist ein Ami, aber was für einer, wer weiß es, schreibt es in die Kommentare. Ja, das ist wirklich ein Museum. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stephansminder und wollten eigentlich bei Passanaui über den Guadamacari-Pass, aber da ist Sebastian vorne weggefahren und da war Brücke weg. Straße weg und da ging gar nichts. Jetzt sind wir zurück und fahren über den Kreuzpass und haben jetzt hier Stau auf der ganzen Linie, weil nämlich Blockabfertigung irgendwie ist zur russischen Grenze und hier kilometerlang die LKW stehen. Die Straße heißt eigentlich Georgian Military Road, weil das war früher die Armeestraße von Russland. Aber im Moment ist es irgendwie Georgian Truck Road, so sieht es jedenfalls aus. Auf der Strecke hat es immer wieder so Tunnel, aber die sind nicht mehr befahrbar. Und dann, die führt dann da rechts entlang durch. Für den Winter natürlich optimal. In diesem wunderschönen Tal hier jetzt noch wieder LKWs wie eine Perlenschnur, einer hinter dem anderen. Lass mal ein Schaf, nee, wir wollen jetzt keinen blutigen Unfall haben mit Schafen. Schau mal die Schafe, die müssen auch ihren Platz haben auf diesem. Ach, halt langsam. Oh Gott, ey. Oh, der René, der heizt sie auch durch. Leute, ich glaube, so, der René hat alle abgehängt, oder? Ja. In diesem schönen Tal fahren wir jetzt. Weg sind sie. So, 3-4 Kilometer vor Stephansminder sind wir rechts abgebogen Richtung Utah. Das ist das letzte Dorf hier hinten in den Bergen. Unvernünftig. Bei dem rund 8 Kilometer nach Utah sind Piste und die letzten 4
4 Kilometer geht es hoch. Ja, wir schaffen es mal wieder im Dunkeln anzukommen und fast nichts zu sehen. Jetzt sind wir in Utah und suchen Stellplatz. So, wir sind jetzt oberhalb von Utah, einer wunderschönen Berglandschaft, haben da Besuch gekriegt, stehen hier und Sebastian, wir waren wieder mal ein paar Tage auseinander, wie immer. Das kommt immer wieder mal vor, da macht jeder sein Ding. Ja, jetzt sind wir hier. Gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten, wenn jetzt gerade nicht mit dem Camper da ist, entweder vom Hotel oder wer Lust hat, schläft da oben ganz einsam mit mega Aussicht am Berg. So, Abenteurer brauchen mal Hängematte. Wir sind jetzt hier oben beim Fifth Season Restaurant und da gibt es tolle Aussicht. Tja, man kann hier selbst drauf reiten oder sich wie die japanischen Touristen hier hochführen lassen. Es ist ulkig. Ja, jetzt bin ich angekommen hier oben am See, ganz nah jetzt an diesen tollen Kulissen der Berge. Tja, da geht es ganz schön runter, aber 4x4 auf Pferd ist hier null Problem. So, wir fahren jetzt von Utah wieder runter ins Tal, beziehungsweise nach, wie heißt es schon wieder? Stephansminder. Schönes Tal. Ja, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin hier am Wasser tanken und war im Cockpit am Sitzen, Tür war offen und plötzlich fällt hier der Schlauch ab. Ich hatte keine Rohrschelle darum. Und das Wasser spritzt mir genau da vorne ins Cockpit rein. Und zuerst dachte ich, was ist das? Ich konnte dann gerade die Türe schließen. Ja, jetzt ist natürlich alles nass im Cockpit und jetzt müssen wir erstmal putzen. Wirklich, da ist voll reingekommen. Wahnsinn. Blick von oben auf Stephansminder. Wir fahren jetzt ein Stück die Darialischlucht Richtung Russland. Wir sind hier an der russischen Grenze, an der Heerstraße. Da würde es nach Russland gehen, doch leider haben wir kein Visum. Und rundherum riesige Kulisse, Felsen. So, wir machen eine Bike-Tour. Der Camper steht da ganz hinten. Wir sind im Trousseau-Tal. Und hier gibt es eine schöne Stelle, ein paar Quellen, die da aus diesem gigantischen Felswand kommt. Nochmal, weil es so schön ist, da hat es richtig Wasser. Tolle Felsen hat sie im Tal und es ist schon fast Herbst und deswegen auch diese schöne gelbe Farbe. Ja, unser Weg geht hier vorbei an Terrassen aus Kalkablagerungen und Schwefel. Das ist ein wunderschönes Tal. Schön hier, hä? Ja. Tolle Landschaft. Das ist eine geile Gegend. Wir sind da wirklich. Man kann da ganz weit ins Tal reinfahren, sogar mit Offroad. Da unten ist ein Mineralsee. Wunderschön. So, immer noch im Trousseau-Tal, das erste Dorf. Und hier sind überall so Schwefelquellen. Sieht fantastisch aus. Und jetzt gehe ich mal runter, weil ich will wissen, ob es warm ist oder kalt. Es ist kalt. Schwefelig.
wir sind jetzt im verlassenen, oder so gut wie verlassenen Dorf Katerisi. Jö. Ja, das ist wirklich ein Geheimtipp. Hey, da müsst ihr mit eurem Offroad-Fahrzeug, ihr könnt da noch weiterfahren, nach hinten fahren. Kommen mehrere Dörfer. Das hier ist verlassen. So, hier geht die Offroad-Straße rechts weg, ein bisschen abenteuerlich. Entweder da über die Brücke, kleinere geht das, oder dann da über den Fluss, das ist sicher möglich, da wieder hoch. So, wir sind jetzt links, nicht über die Brücke, links über die Wiese, und dann kommt man ungefähr bis hierher, dann ist ziemlich fertig. Man kann da noch rüberfahren, aber ob da hinten weitergeht, ist die Frage. Es hat noch angefangen zu regnen. Also es ist ein wunderschönes Tal, das würde ich euch empfehlen. Sie haben jetzt das mit dem Bike gemacht. Da unten einfach über die Brücke bzw. unten durch beim Fluss. Da könnt ihr alles auf dieser Seite noch weiterfahren. Und keine Ahnung wie weit. Wir hören jetzt hier auf. Und das Dorf da unten heißt Abano, also nicht der Abano-Pass, sondern das Dorf Abano. Tja, man kann da wunderschön wandern, mit dem Camper, Offroad-Camper, da nach hinten fahren und ein paar Tage bleiben. So, hier gibt es auch schöne Schweine, passend zur Landschaftsfarbe. Sind das geile Schweine, hey! Gerade durch eine Schafherde gefahren, da kommen diese Schweine! Yeah. Hey, G! Ja, schön! So, der Sebastian und Eli sind noch eingetroffen. Die fahren jetzt nach hinten ins Tal. Ich würde auch am liebsten, aber ja, wir haben es jetzt schon gesehen und morgen früh wollen wir eigentlich nach Tiflis. Lohnt sich nicht, aber wunderschön zum Fahren, richtig Offroad. Eng, natürlich eng, aber ja, machbar. Von der Chill Area hier oben direkt zum 200-jährigen georgisch-russischen Freundschaftsdenkmal. Ja, so sieht das aus. Tolle Farben und der Blick in die Ferne. Heute Nacht hat es gefallen. So, unterwegs nach Tiflis. Guckt euch den an, in Tiflis, Überbreite. Ja, Wahnsinn. Der Angriff ist das Rad umgefallen und das Ständerchen ist abgebrochen. Jetzt haben wir einen zum neuen kaufen müssen. Werden. Doppelständer, Doppelständer. Doppelt hält besser. Funktioniert nicht, oder? Doppelständer. Sie ist hergekommen, weil du verpetzt hast. Jetzt gehen wir auf einen Open-Air-Baumarkt. Hier in Tbilisi gibt es hier
eine Area, die ist nur für alles, was du für Bau, Auto und so weiter brauchst. Paradies für Handwerker, aber ich glaube, wir haben uns gerade verirrt. Wir suchen was Spezielles. Erzähl mal, was brauchst du da? Rohrschelle. Rohrschelle. Jetzt mal in die Schlucht von Tbilisi einen steilen Ausblick. Hier ist mal wieder ganz viel Liebe im Spiel. Auf der Brücke und aber auch beim Renovieren von diesen schönen Häusern in Tbilisi. So, dieses Video war jetzt ganz kurz, weil danach kommt so eine richtige Offroad-Abenteuer. Das kommt dann auch gleich als Video. Und ja, das wird dann richtig spannend, was so ein Wari alles kann. Ja, jetzt verabschiede ich mich auch von euch und danke, wart ihr dabei. Daumen hoch! Ja.